Ja, herzlich willkommen beim Dog Dialogue Podcast. Hallo. Herzlich willkommen bei unserer 9. Folge. Genau. Diese Folge ist für uns tatsächlich speziell, liebe Kamera da drüben, denn wir filmen uns heute das erste Mal mit. Genau, mal sehen, ob es klappt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn es dann doch kein Video davon gibt. Ja, und dann wundert euch nicht, falls wir heute ein bisschen nervöser sind. Genau. Falls wir ein bisschen mehr blabbern und Ass und Bass und nervöser wirken. Ist schon komisch, oder? Mit Kamera. Ja, es ist ungewohnt. Vor allem haben wir das ganze Zimmer umstellen müssen und wir sitzen jetzt ganz woanders und das Mikro ist jetzt auf meiner anderen Seite. So, vorher war es immer rechts, jetzt ist es auf einmal links. Sehr viele Umstellungen, aber das passt schon. Cool. Bist du bereit? Ich bin bereit. Cool. Denn heute geht es ja um das Thema Welpenblues. Genau, haben wir ja schon letzte Folge angekündigt, weil ja so eine tolle Zuschrift gekommen ist, wo ich schon gesagt habe, dass das eigentlich ein Blogbeitrag sein sollte, weil es so gut geschrieben war und so ehrlich geschrieben war. Genau, und da haben wir uns gedacht, wir nehmen uns das gleich zum Anlass und machen eine ganze Folge draus, weil wir finden, dass das einfach viel mehr besprochen gehört und thematisiert werden sollte. Genau, wir wollen das Image von Welpen heute ruinieren. Genau. Also. Nein, wir wollen vor allem, glaube ich, Mut zusprechen für alle, die, denen es ähnlich geht und die vielleicht sich allein fühlen in den Gefühlen. Genau, ja. Also Welpenblues, da geht es darum, falls ihr gerade einen Welpen habt und ihr seid total verzweifelt, ihr weint, ihr wollt ihn wieder abgeben, ihr denkt euch, was habe ich nur getan? Für euch ist diese Folge. Genau, aber zuerst Learning der Woche. Das Learning der Woche, fang du mal an, liebe Alina. Ich fange an, ja, ich habe heute tatsächlich kein Learning der Woche mitgebracht, sondern ich habe ein Want to Learn der Woche mitgebracht. Okay. Und zwar stürze ich dich jetzt einfach mit einer Frage, nämlich eine Sache, wo wir nicht ganz weiter wissen mit dem Siegel und was einfach spannend ist, wofür ich nicht wirklich eine Erklärung habe und nicht weiß, wie wir das angehen können. Und zwar, mein Freund ist Musiker und kommt halt sehr, sehr oft halt erst spät in der Nacht erst nach Hause. Und es ist halt jedes Mal so, dass wenn nur eine Person von uns zu Hause ist, also wir wohnen zu zweit oder zu dritt mit Sigi in der Wohnung, und wenn der Sigi ganz alleine ist und wir kommen nach Hause, dann ist da gar nicht so die Aufregung da. Also er begrüßt uns und es passt und er legt sich aber auch sehr schnell wieder hin und das ist alles sehr im Rahmen. Wenn aber nur eine Person von uns zu Hause ist und die andere kommt nach Hause, dann dreht er voll auf. Also dann spannend. Ist er wirklich, ja voll, also dann wird er herumgeheult und das sind Geräusche, wo man wahrscheinlich die NachbarInnen glauben, dass wir da irgendwie gerade ein Schwein abstechen, so habe ich den Ausdruck, so schlimm, aber es okay. Hat sich so, also wirklich so voll aufgeregt. Und er rennt dann halt auch so zwischen uns hin und her, also so man könnte so rein interpretieren, er möchte der anderen Person sagen, so hey, schau, die ist da, warum reagierst du gar nicht drauf? Wir versuchen das halt nicht hochzuschaukeln, indem wir halt einfach ganz ruhig bleiben und halt voll. Und das funktioniert eh auch ganz gut, also er kommt dann eh schnell wieder runter. Mhm. Genau, also das ist mal so die erste Beobachtung, wo ich nicht ganz einschätzen kann, was da irgendwie der Hintergrund sein könnte. Und das Hauptproblem, was daraus entsteht, ist, dass wenn Lukas, eben mein Freund, erst spät am Abend nach Hause kommt und ich schon schlafen gehen will, dass der Sigi halt die ganze Zeit so ein bisschen auf Alert ist. Und bei jedem Geräusch, was er draußen hört, dass er das halt meldet. Und er rennt dann immer zur Haustür und bellt. Und wenn er dann merkt, okay, es war jetzt eh nicht der Lukas, dann geht er wieder zurück in sein Bett. Aber er kommt nie ganz zur Ruhe. Also er kommt nie so wirklich ganz ins Schlafen. Und sobald der Lukas dann da ist, ist sofort... Dann wird das Schwein abgeschlachtet. Dann wird das Schwein kurz abgeschlachtet und danach ist sofort Ruhe. Also er geht dann auch selbstständig in sein Bett und dann lässt er so einen richtigen Seufzer. Und dann so, oh, endlich sind da wieder alle da. Wow. Und voll. Und nämlich, ich finde es so spannend, weil wenn er ganz alleine zu Hause ist, dann meldet er auch die Sachen, die draußen passieren, nicht. Also er liegt dann da und er liegt auch gern im Vorzimmer in der Nähe von der Tür. Also er ist schon immer so ganz ein bisschen in Wartungsposition. Mhm. Aber er liegt ruhig und er schläft auch wirklich tief und es ist ihm wurscht, was draußen passiert. Oder er weiß nicht, ob es ihm wurscht ist, aber er reagiert halt einfach nicht drauf.
Aber wenn eben nur eine Person von uns zu Hause ist, dann schon. Und ich habe halt jetzt, unlängst war es halt so ganz extrem, wo ich halt einfach bis 3 in der Früh nicht schlafen konnte, weil Lukas noch nicht da war und erst um 4 nach Hause gekommen ist und der Sigi halt die ganze Zeit sich nicht entspannen konnte. Und ja, da wollte ich dich fragen, was ist so dein erster Eindruck von der Situation und hast du irgendeine Einschätzung, woran das liegen könnte und wie man das irgendwie angehen könnte, dass er da einfach mehr entspannen kann und nicht die ganze Zeit drauf wartet, bis wir alle wieder vereint sind. Ja, warte nur ganz kurz. Ich schaue nur gerade, warum mein Laptop die ganze Zeit ausgeht. Falls ihr Video schaut, schaut mir jetzt zu, wie ich technisch hochbegabt schaue, was da los ist. Die Kabel sind mal eingesteckt. Vielleicht nehmen wir eine andere Steckdose. Also steckst vielleicht in ein... Vielleicht liegt dann der. Keine Ahnung. Das wäre blöd, denn die anderen stecken auch da drin. Die hängen von dir auch ab. Ach so. Ja, vielleicht einfach eins daneben. Ach so, wenn es das eine nicht geht. Okay, Moment. Also keine Ahnung. Unterhalt mal die Leute nebenbei. Also, für alle, die das Video nicht sehen, sondern nur den Podcast haben, habe jetzt eine Steckdose daneben eingesteckt. Genau. Hat das jetzt irgendeinen Unterschied gemacht oder wissen wir das noch wurscht, nicht? Ihr werdet einfach nachher, wenn ich den Computer brauche, kurz eine Pause brauchen. Alles gut. Genau. Ja, und tatsächlich, du hast mich ja vorher auch mir schon angekündigt, dass ein Thema ist, ja. Muss ich mir gerade ein bisschen mehr Gedanken dazu machen. Ja. Auf jeden Fall, das Erste, was ich euch schon mal mitgib, oder meine ersten Gedanken sind, offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, abends, bereits wenn Lukas weg ist, merkst du schon eine Verhaltensänderung, oder? Ja. Und tagsüber wäre das auch so? Tagsüber ist es auch so, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es nicht so genau, weil ich da halt nicht drauf achte, weil am Abend bin ich halt selber irgendwie ruhiger und möchte halt, da fällt das mehr auf, als am Tag, wo ich halt auch herumwurschtel. Aber mir kommt vor, dass es am Tag weniger ist als am Abend. Okay, da müssen wir echt schauen, vielleicht, dass wir mal auf abends fokussieren, weil dass er dann wie ein Schwein schreit, ja. Würde ich ja sagen, ist ja mal ein Zeichen von, dass ihn diese Situation sehr erregt. Ja. Und ich würde mal schauen, wie können wir daran arbeiten, dass er vielleicht vorentspannter ist? Und wenn du mir sagst, der kommt nicht zur Ruhe ohne ihn, würde ich mal sagen, das Erste, was wir schauen, ist, wie kann der besser zur Ruhe kommen, wenn Lukas nicht da ist? Weil das ist ja dann wirklich blöd, wenn der abends nicht schläft. Ja, voll. Oder? Und das Zweite, was ich mir überlegen würde, ist, wie können wir vielleicht ihm klar ankündigen, wenn Lukas kommt. Vielleicht können wir da auch noch irgendwas machen. Dass er eben nicht auf irgendwelche Geräusche achtet, sondern dass wir irgendeine ganz klare Ankündigung haben. Also die zwei Dinge wären ja schon mal cool, wenn er nicht mehr auf jeden Pups im Flur dann reagiert. Ja. Dass der dann so aufgeregt ist, wenn er dann kommt, würde ich fast mal sagen, okay, das ist jetzt mal einfach ein Zeichen von, der ist jetzt super erregt. Und schauen wir mal, ob die anderen Sachen nicht schon das dann auch verändern. Das heißt, wir überlegen uns, wie kann Sigi besser entspannen, wenn Papi nicht da ist. Ja, es ist übrigens auch, wenn die Rollen vertauscht sind, ist es das Gleiche. Nur es kommt halt einfach viel seltener vor, dass ich nicht da bin. Okay. Ja. Wart ihr nicht auch unterwegs? Nein, ihr wart nicht unterwegs mit ihm, oder? Das war wer anders. Dass ihr auf Reisen wart so lange miteinander. Also wir waren das war ja Annabelle, genau. Ich verwechsel gerade. Okay, alles gut. Alles gut. Das heißt, die Maßnahmen werdet ihr auf Instagram verfolgen können. Und nächste Woche berichtest du, ob du eine Veränderung festgestellt hast. Genau, ich schaue, ob es ein Learning der Woche gibt oder noch viel mehr Fragen der Woche. Ja, finde ich immer eine coole Sache mal. Genau. Ja, damit bin ich jetzt mal dran mit meinem Learning. Ich habe ein cooles Learning. Ich finde es voll lustig. Und zwar, ich habe eine neue Rückrufübung angefangen bei meinem Welpenkurs. Natürlich von Chirag Patel. Inspiriert. Obviously, lieber Chirag. Und zwar, das ist eine Rückrufübung, bei der Mensch, wenn er sein Signal gegeben hat, sein Rückrufsignal, mit der Superbelohnung wegläuft. Das Ganze hat natürlich einen viel nochmal motivierenden Charakter. Viele Hunde rennen ja gerne. Das hat auch nochmal, finde ich, eine andere psychologische Komponente, wenn da der Mensch steht und sagt, komm her. Oder hey, ich renne da selber rum und mache eine Party. Also finde ich einen smarten Move.
Und das Coole daran ist, also die Leute lieben es, es funktioniert natürlich 1A und die Leute kommen ziemlich aus der Puste dabei. Und das Gute daran ist, sie übertreiben den Rückruf nicht so. Mhm. Weil gerade den Rückruf, der macht ja riesen Spaß, der ist nicht so schwierig. Wenn der Hund kommt, das ist super verstärkend für uns. Und was ich da oft erlebt habe, ist, dass die Hunde da dann, dass die Menschen das dann super oft üben. Mhm. Und dann wird der Rückruf mitunter auch entwertet ein bisschen. Ja. Na, weil wenn ich da 100-mal rennen muss und immer dieselbe Belohnung kriege, dann ist die Belohnung vielleicht auch irgendwann nicht mehr so toll. Weil wenn ich jetzt jeden Tag Schokokuchen esse, irgendwann ist Schokokuchen halt nicht mehr so toll. Und das passiert ja bei Hunden auch mit den tollsten Belohnungen, die der Hund gern hat mitunter. Und die werden ja auch wieder müder mitunter. Und dann kann das dazu führen, dass du dir deinen Rückruf ein bisschen wieder ruinierst. Ruinieren will ich nicht gleich sagen, aber dass da mehr, weniger ist da manchmal mehr. Und wenn ich als Mensch immer mitrenne, finde ich das einen super bremsenden Effekt. Das ist super lustig, oder? Ja. Cool. Ja. Also, würde ich gern sehen, die Leute in deinem Welpenkurs. Das Coole ist echt der Letzte so, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ich so, wie oft hast du es geübt? 3-mal. Ja, das war ja eh perfekt. Super. Ja. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, komm, nehme ich für mich mit. Sehr cool. Super. Ja, dann kommen wir auch schon zum Thema des Tages. Genau. Are you ready? Die Welpenblues. Jetzt haben wir eh schon angekündigt, was es ist. Und genau, wie vorab schon gesagt, angestoßen war die Idee von einem E-Mail von einer Person. Ich habe leider den Namen vergessen. Anja? Ja. Anja. Die ja gerade in dem Welpenblues ist oder gerade war und darüber geschrieben hat, wie anstrengend die Zeit ist und was da in ihr vorgeht. Und sie hat den Ausdruck der kleine flauschige Piranha benutzt. Das hast du gemerkt. Ja, das ist immer im Kopf hängen geblieben, weil es einfach so akkurat ist. Ja, und vor allem hat sie auch bemängelt, dass das viel zu wenig thematisiert wird. Genau. Ja. Das haben wir uns mitgenommen. Genau, weil das ja doch etwas ist, was wahrscheinlich alle bis zu einem gewissen Grad durchmachen, wenn sie Welpen haben. Oder ich traue mich vielleicht sogar zu sagen, auch wenn sie sich generell einen Hund zulegen, egal ob das ein Welpe ist oder vielleicht auch ein erwachsener Hund. Genau, ich glaube, es ist ja ein ähnliches Phänomen wie so im menschlichen Bereich, so Baby-Blues. Ich habe mich noch nie so intensiv damit auseinandergesetzt, was für mich halt auch einfach nicht relevant war. Aber das ist jetzt auch nicht etwas, was man jetzt so alltäglich hört oder was, glaube ich, so den Leuten wirklich bewusst ist, oder? Ich weiß nicht, du kannst das sicher auch noch besser einschätzen. War dir das bewusst, dass sowas existiert, wenn man ein Elternteil wird? Ja, übrigens, das Lustige ist ja, keine von uns hatte jemals den Welpenblues, weil wir noch nie Welpen genau, hatten. Genau, deswegen müssen wir jetzt voll die Fachleute aus Verzweiflung reden. Nein, ich denke, da sind schon Parallelen. Aber ja. Ich fand das auch so lustig übrigens bei der Vorbereitung der Folge, wo ich mir überlegt habe, ich hatte ja noch nie einen Welpen, du hattest noch nie einen Welpen, wir wollen deswegen auch nie einen Welpen. Ich finde da schon, das ist ja genauso wie zu sagen, ich weiß nicht, eine Ärztin oder eine Psychotherapeutin muss alle Krankheiten schon mal gehabt haben, um irgendwie darüber sprechen zu können. Und voll, finde ich schon, dass wir da drüber reden können. Nee, im Gegenteil, ich bin ja so oft zu Hause und habe das so oft erlebt. Genau. Und ich kann euch schon mal sagen, mich hat tatsächlich der Babyblues, den ich bei Menschen so oft erlebe, beziehungsweise rufen die mich dann ja auch an. Also die rufen mich ja nicht unbedingt immer an oder melden sich bei mir, wenn es ihnen gut geht, sondern gerade wenn die Verzweiflung richtig hoch ist, dann kriege ich ja die Anrufe. Ich merke es ja schon oft am Telefon, dass die da schon ziemlich, dass denen gerade nicht so gut geht. Mhm. Ja. Und mir hat es dahingehend geholfen, liebe WelpenbesitzerInnen, für mein Baby, dass ich auch so ein bisschen davon ausgegangen bin, dass so ein menschlicher Welpe halt auch ziemlich viel verändert. Mhm. Ich habe ja das ganz, ganz große Glück, dass ich ja wirklich eine sehr geile Babyzeit hatte. Also das war ja, ich schwärme ja so ein bisschen davon. Aber was bei mir ganz stark war, war ja der Kontroll- und Autonomieverlust, der halt beim Baby extrem ist. Und ganz ähnlich geht es auch den WelpenbesitzerInnen. Und vielleicht fangen wir auch gerade damit an. Mhm. Nämlich, ich glaube, wenn man Welpen kriegt, was ein großes Thema ist, und auch was unterschätzt wird,
oder man kann nicht unterschätzt, selbst wenn du es dir, wenn du das jetzt hörst, ja, ist es halt dann krass, wenn es dann da ist, der Autonomieverlust. Ja. Und das bedeutet, Autonomieverlust meine ich, also aufs Klo gehen alleine kann mitunter, da duckelt dir ein kleiner Welpe nach, das kann für manche überhaupt kein Thema sein, für manche, aber hey, das ist jetzt wirklich schräg. Ich finde aber vor allem, du kannst nicht einfach rausgehen. Du kannst nicht einfach mehr ins Fitnesscenter am Abend gehen, einfach so einkaufen. Ich habe Hunger, ich möchte mir was kaufen. So ganz banale, ich finde schon Grundrechte. Ja. Und je nachdem, natürlich, wenn ihr eine Großfamilie seid mit super vielen Leuten, nicht so, sind aber die wenigsten. Wir sind ja doch eher in kleinen Familien, vielleicht Paare, vielleicht auch Singles, die Welpen kriegen. Und da schlägt das voll rein. Ja. Ja, und das führt ja dann auch dazu, also nicht nur, dass die dass die eigene Autonomie irgendwie und Freiheit bis zum gewissen Grad ja auch eingeschränkt wird, sondern es führt ja dann auch dazu, du kannst ja gerade in der Anfangszeit nicht so leicht mit auf Urlaub fahren oder irgendwie mal Freunde treffen spontan oder keine Ahnung, die Sachen, die man halt irgendwie macht, wenn man keinen Hund hat, ins Museum gehen, ins Kino gehen. Das sind da alle Sachen, die fallen mitunter am Anfang komplett weg, gerade wenn man kein gutes Support-System hat, wo man den Hund auch mal lassen kann, gutes Gewissens. und das führt dann halt schon auch halt bis zu einem gewissen Grad zu seiner sozialen Abschottung. Und das kann halt schon auch hart sein, gerade wenn man eine Person ist, die das braucht und die das auch gerne macht. Also das ist beim Welpenblues, aber halt auch, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz nimmt zum Beispiel und am Anfang noch nicht so genau weiß, wie tut sich der und wie tut man sich selber und voll. Also ja, das ist, glaube ich, halt auch so ein Aspekt, dass du ein Aspekt des Freiheitsberaubs, um es mal ganz, ganz arg auszudrücken. Das ist auch wirklich das, was ja auch so unberechenbar lang dauern kann. Ja. Weil das Thema Alleinsein ist, finde ich, eines der schwierigsten Themen bei Welpen, weil du eben das nicht prognostizieren kannst. Es gibt, weil es da einfach so eine Bandbreite gibt von Welpen, die sagen, ja, geh ruhig und ich kann nicht mal einen Zentimeter ohne dich leben. Mhm. Und also das würde ich auch jedem raten, der einen Welpen hat, der Leute kennt, die sich einen Welpen zulegen, dass das vorher irgendwie thematisiert wird, dass man sich überlegt, wen habe ich, der mir hilft? Ja. Und ich würde tatsächlich jedem abraten, tendenziell, einen Welpen sich zuzulegen, wenn ich nicht mindestens eine Person habe, an die ich meinen Hund verlässlich abgeben kann. Ja. Oder die zu mir kommt. Sei es, weil man eine medizinische Behandlung braucht. Das ist ja wirklich das, was den Welpen echt raushaut dann aus dem Konzept. Also stell dir vor, du kommst neu an und der Mensch muss ins Krankenhaus oder du hast Zahnweh. Und du bist da plötzlich alleine. Das geht natürlich gar nicht. Aber auch jetzt ganz normal, euch wird der Welpe vielleicht einfach mal auf die Nerven gehen. Und das ist, finde ich, auch voll okay. Ja. Und dass man da sagen kann, hier, schau du auf meinen Welpen, ich gehe jetzt, keine Ahnung. Ich brauche einfach mal eine kurze Pause, ja. Ja, auch einfach des Welpens wegen, also nicht nur für sich selbst, sondern auch, man wird ja, also ich kenne das ja von mir selber und ich glaube, dass ich da nicht die Einzige bin, wenn man einfach gerade einfach angefressen ist auf denen, weil die sind halt einfach nervig. Hunde können sau nervig sein. Und manchmal kommt man damit einfach nicht klar. Und bevor man dann unfair dem Hund gegenüber wird, was man vielleicht dann später auch bereut, ist es einfach so viel cooler für alle Beteiligten, wenn man den einfach kurz abgeben kann und sagen kann, okay, hey, mir geht's, ich schaff das einfach gerade nicht, mir geht's einfach gerade, mir ist das gerade zu viel, ich brauche einfach kurz eine Pause. Und wenn das 2 Stunden sind, kann das schon mal so viel Dampf rausnehmen und so viel mehr Geduld irgendwie bringen, die man dann dem Welpen wieder gegenüber den man dem Welpen wieder mitgeben kann. Ja, und ich finde, da kommen wir auch schon zum sehr coolen Thema, nämlich das Thema Dinge, die uns triggern, die uns, oder wie soll man sagen, Themen, die Welpen machen oder auch nicht machen. Jedenfalls, der Welpe kann bei uns Emotionen auslösen, die sehr heftig sein können.
das mitunter gar nichts primär mit dem Welpen zu tun hat, sondern aus der Kindheit. Mhm. Also ich merke es ganz stark jetzt mit dem Kind, dass da klassisch, wir kennen das, das innere Kind da jetzt ganz stark hochkommt und arbeitet und Themen hochkommen, die noch nicht bearbeitet sind. Und beim Hund, also ich hatte ja mehrere Hunde und nicht so intensiv, aber bei jedem habe ich an mir arbeiten können. Ja. Und ich glaube, da hat mein Kind sehr davon profitiert, dass ich schon ein bisschen die Vorarbeit hatte. Ja. Und wenn man sich da so ein bisschen damit auseinandersetzt, kommen da halt ganz oft Themen hoch, wie gingen meine Eltern vielleicht mit dem Hund um oder auch mit euch, wenn ihr, keine Ahnung, in Anführungsstrichen ungehorsam wart oder euch nicht so verhalten habt, wie die Norm war. Und wenn man da plötzlich wütend wird und ganz, ganz heftige Emotionen hochkommen, finde ich es mittlerweile total hilfreich, das als Chance zu sehen. Ich weiß, in dem Moment denkt sich das niemand und auch ich nicht. Aber ich finde das voll als Möglichkeit, an sich zu arbeiten. Und falls ihr dann später Kinder kriegt oder die weiteren Hunde, die sind super happy, wenn ihr daran gearbeitet habt und auch für euch. Ihr lernt euch da viel besser kennen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was gerade beim Welpen, wo man nicht dran denkt. Also ich finde, beim Baby mittlerweile, zumindest in meinen Kreisen, weiß man, ja okay, wenn mich da was auslöst, das hängt mit meiner Kindheit zusammen. Aber beim Hund ist das noch gar kein Thema. Ja, voll. Und das ist so ähnlich. Ja. Ja. Und hinzu kommt, dass du ja dann noch vielleicht Ratschläge und Tipps bekommst, von vielleicht gerade deinen Eltern oder eben von dem Umkreis. Und die Kombination, ja, da sehr viel emotional mit uns macht. Ja, absolut. Und genauso wichtig, also eben einerseits, dass es Chance sehen, an sich zu arbeiten und mit sich selber zu wachsen und herauszuwachsen, finde ich es auch einfach vielleicht gut nochmal zu betonen, dass das ganz normal ist, wenn man manchmal wütend ist und verzweifelt ist in der Situation und auch nicht was ist, wofür man sich schämen muss, sondern eben wichtig ist einfach zu hinterfragen, warum regt mich das gerade so auf und habe ich vielleicht irgendwie Erwartungen an den Welpen, die vielleicht einfach unrealistisch sind und dieser kleine flauschige Mini-Piranha auch einfach nicht mitgeteilt bekommen hat. Ja. Genau, also ich glaube, ganz, ganz viele dieser Sachen, die am Anfang so schwierig sind, sind, weil wir halt einfach gewisse Vorstellungen und Erwartungen haben davon, wie die Dinge laufen sollen, die halt dann einfach anders sind, weil die Realität ist einfach anders, als wir sie uns ausmalen. Und da kann man noch so viel drüber vorher lesen und sich Videos anschauen und sich Warnungen im Kleingedruckten durchlesen. Am Ende ist es dann doch, kommen dann unvorhergesehene Dinge. Übrigens, ich finde tatsächlich das auch ein Thema, das ich gerade aufgreifen möchte. Das Thema, welches Bild haben wir vom Welpen im Kopf? Ja. Und zwar gesellschaftlich oder auch persönlich. Also ich finde da ja einerseits, also Welpen, da hat man doch nur romantische Vorstellungen von. Ja. Also die sehen ja auf den Bildern ja wirklich süß aus. Die sind auch süß. Die sind süß, oder so. Und selbst wenn mal irgendwo hörst, ja, die beißen mal ein bisschen auf den Bildern, wirkt das ja auch recht harmlos. Ja. Also ich finde eben gesellschaftlich das Thema, aber auch vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung oder von Bekannten und Familie. Und vielleicht hattest du vorher in deiner Kindheit vielleicht einen Welpen und hast gar nicht mitgekriegt, wie die gestruggelt haben. Oder du hast am Land in einem Haus gelebt und der ist einfach nur mitgelaufen. Jetzt lebst du in der Innenstadt in einer Einzimmerwohnung und alles ist ganz anders. Ja. Oder der war halt auch, es gibt halt einfach auch Welpen, die es uns einfacher machen in unserer Umgebung als andere. Ja. Und der war vielleicht in Anführungsstrichen leichter. Und dieses Bild hast du im Kopf. Ja. Und das ist ja auch, finde ich, auch so ein bisschen die Krux. Also unsere Erfahrung im Tierheim war oft, dass die unerfahrensten Leute tatsächlich manchmal geeigneter in Anführungsstrichen für schwierigere Hunde waren, weil die noch nicht irgendwas projiziert haben auf den Hund. Und ich kenne das ja, wenn du denkst, okay, ich hatte schon 3 Welpen und das habe ich gar nicht so selten, Leute, schon manchmal Ältere, die schon 2, 3 Welpen hatten und dann beim 4. sagen, hey, der ist ganz anders. Ich dachte, ich habe Erfahrung. Ja. Aber ja, ich meine, selbst ich ich stehe immer wieder vor Fällen und denke mir, oh, keine Ahnung, ich habe noch nie gesehen. Also bei Welpen, ne? Passiert regelmäßig. Ja. Also nicht mehr so viel, aber doch immer wieder. Und ich finde es auch cool, weil
Ja. Immer so, okay, cool, ich kann was lernen. Als Außenstehende, die nach einer Stunde heimgeht, natürlich leicht so zu denken. Und während der Stunde nicht die Hauptverantwortung hat. Genau, und aber genau, und nach einer, also wenn ich mit dem Welpen leben würde, denke ich mir oft, um Gottes Willen, Gott sei Dank habe ich diesen Hund nicht. Im Moment. Aber ja, ich finde das total wichtig, da sich dessen bewusst zu sein und ganz viel, also fies ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber ich glaube, manchmal kommt halt, du hast noch nie einen Welpen gehabt, ist dein erster Hund und deine NachbarInnen, Bekannten, wie auch immer, hatten schon viele. Und die hatten vielleicht einfach einen Hund, der leichter war, wo andere Dinge funktioniert haben. Ja. Und die berichten dann, aber mir war es aber viel leichter. Ich glaube auch, dass man das gut verdrängen kann, weil in Wirklichkeit diese Welpenzeit, also diese schwierige Welpenzeit, die dauert ja in Wirklichkeit gar nicht so lange, wenn man die auf das ganze Hundeleben auffächert. Mhm. Und ich glaube schon, dass man da ganz viel leicht verdrängen kann und wegschieben kann und vielleicht gar nicht mehr weiß, wie schlimm war es dann wirklich oder wie schlimm war es da eigentlich wirklich. Und gerade in Kombination mit, es ist irgendwie ein bisschen verpönt, in unserer Gesellschaft drüber zu sprechen, offen, wie sehr man vielleicht struggelt mit einer Entscheidung, die man sich ganz bewusst und freiwillig ja, die man ganz bewusst und freiwillig getroffen hat. Ich glaube, damit in Kombination ist es auch nochmal einfacher, das wegzuschieben. Und dann im Nachhinein, 5 Jahre später, wenn vielleicht die Pubertät auch noch vorbei ist, sagen zu können, ja, na, es war ja eh alles gar nicht so schwer. So, was stellst du dich denn da so an? Ich finde es ja auch cool, wenn du auf das Positive fokussierst. Das wollen wir ja auch, dass du im Prinzip sagst, hey, voll schön. Ja, na sicher. Aber die Person, die jetzt in dem Moment gerade in diese schwierige Zeit hat, vielleicht da für euch raus, dass ihr da auch Empathie zeigt. Dass absolut. Ihr da vielleicht auch mal gar keine Tipps gebt. Ich finde manchmal, will ich einfach die Person nur Luft rauslassen. Genau. Und da vielleicht auch wichtig, manchmal kann man ja fragen, hey, kannst du mir einen Ratschlag geben? Aber das nicht unbedingt auf euren Hund dann passen muss. Ja. Das ist ja auch das Tricky. Euer Hund ist euer Hund, der seine eigenen Themen hat. Und es kann sein, dass für den einen Welpen das voll gepasst hat und für den gar nicht. Ja. Ja, das finde ich auch so ein bisschen wichtig, noch mitzugeben. Genau. Ja, also das ist mal so diese, wie soll man sagen, denkt dran, wenn ihr einen Welpen kriegt, die sind anstrengend. Also jeder hat mal eine anstrengende Phase. Je nachdem, wo ihr lebt, kann es schwieriger sein. Also ich würde schon sagen, jemand, der Haus mit Garten hat, hat es einfach schon mal doppelt so einfach wie jemand in der Stadt. Keine Ahnung, 12. Stockwerk, mitten draußen, dein Welpe geht nicht raus und löst sich gleich. Also das sind ja so viele Themen, womit ja niemand dich vorbereitet. Also ich finde, gerade Welpen in der Stadt hat mich schon noch mal verändert. Also ich habe ja vieles hier erst live lernen können. Weil fast alle Fortbildungen halt doch eher im ländlichen Bereich sind oder von Instituten oder auch in England. Das war halt, ich meine, eine kleine Stadt, Lincoln, im Vergleich zu Wien. Und eben das gerade das Thema, der Welpe geht raus, hat totale Angst, macht nichts, löst sich nicht, pisst nur in der Wohnung, solche Sachen. Ja. Darauf bereitet dich halt wirklich kaum wer vor. Ja. Und selbst wenn du am Land bist und du hast Haus mit Garten und du strugglest, das kann passieren und das ist voll okay. Und falls ihr auf YouTube schaut oder Bücher, natürlich läuft da alles perfekt. Und natürlich schneide ich auch die Upsalas raus. Aber ich finde, bei Kindern gibt es schon sehr coole, also zumindest Instagram, so sehr realistische Bilder, wie Eltern da sitzen und sich denken, schaut euch die an. Voll. Es ist, also ich für mich finde Kinder, Menschenkinder, Hundekinder sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, dass die Eltern sehr emotionale, ähnliche Dinge durchmachen. Ich möchte da jetzt nicht sagen, nee, mir ist schon klar, wenn du jetzt noch die ganze Nacht stillen musst und du hattest eine harte Geburt und so weiter, das kommt noch hinzu. Also da kann das mitunter noch mal heftiger sein. Aber so vom Mindset her, vielleicht hilft euch das. Ja. Weil ich finde, da wird schon sehr ehrlich mit Problemen umgegangen. Ich finde, dort wird schon sehr offen gesagt, hey, ich habe mir seit einer Woche die Haare nicht gewaschen. Ich kann nicht mehr. Ich finde das auch so wichtig, einfach um dieses Gefühl von, ich bin allein damit, so wegzubekommen. Einfach zu sehen, andere Leute strugglen auch damit. Und
sprechen ehrlich und realistisch darüber, weil was passiert, wenn man glaubt, man ist damit alleine oder es ist eher eine Ausnahme, dass man sich schlecht fühlt, weil es soll ja eigentlich schön sein. Was passiert ist, dass man sich ein bisschen die Schuld dafür gibt vielleicht. Und da vielleicht auch, sei auch nochmal dazu gesagt, da hat niemand Schuld in der Situation. Das ist einfach eine riesengroße Veränderung, einen Hund sich zu nehmen. Das ist für den Hund voll die Veränderung. Es ist für den Welpen, der ist einfach ein Baby, der einfach nicht weiß, wie die menschliche Welt funktioniert und wie er funktionieren soll, was von ihm erwartet wird in der Welt. Der macht nichts irgendwie zum Fleiß oder weil er halt jetzt frech ist, sondern weil er halt einfach nicht weiß, wie er es anders machen soll. Also vielleicht noch ganz kurz zum Fleiß, weil ich den Ausdruck vorher auch nicht kannte. Ja. Das heißt absichtlich. Genau. Weil ist das so ein... Echt? Ja, ich kannte nicht. Wow, okay. Ja. Sorry, ich spreche wieder Deutsch. Nee, ist ja voll okay. Es gibt ja genau, voll. Unterschiede. Und auch, dass man einfach selber nicht Schuld hat, wenn man überfordert ist, weil das ist überfordernd. Natürlich ist das überfordernd. Ja. Ja. Und vielleicht möchte ich da noch anmerken, eben das eine ist, welches Bild haben wir von den Welpen? Hm. Ich finde voll gut, dass du angesprochen hast, hey, der macht das nicht absichtlich. Ja, zum Fleiß. Ja, genau, dass man halt oft sich denkt, hey, der will mich provozieren und ähnliches. Auch wenn es manchmal vielleicht so aussieht aus unserer menschlichen Perspektive, der schaut mich jetzt an noch dabei. Ne, aber so denken ja Hunde gar nicht. Also der will euch ganz, ganz garantiert nicht provozieren. Ich finde dann halt auch total wichtig, nochmal dieses Mindset, der kommt aus einer Umgebung in der Regel, wo der vollkommen freien Lauf hatte. Ja. Also die meisten ZüchterInnen und Tierheime haben ja einfach ein abgegrenztes Gebiet, also lernt von denen. Die haben abgesicherte Gegenden, den Wohnbereich abgetrennt, vielleicht ein eigenes Zimmer und so weiter, wo die Welpen machen können, was sie wollen. Und dann findet einer ein Kabel vielleicht und dann würden fünf Welpen die Geschwister mit dran nagen. Und die Mutter, die wird das auch nicht korrigieren, so wie wir das uns vorstellen. Ja, also die Mutter rennt da nicht hinterher und sagt, nö, ist das Kabel nicht an. Die hat da genauso wenig eine Idee, was überhaupt so ein Kabel ist. Und von dieser absoluten Freiheit kommen die alleine in diese menschliche Welt, wo sie ihnen auch die Spielpartner fehlen. Also was sollen die dann sonst machen, außer halt rumkauen? Und ich finde, das, finde ich, hilft total, sich so ein bisschen bewusst zu sein, was passiert denn da eigentlich gerade im Welpen drinnen. Ja. Ja, das für den ja auch eine immense Umstellung ist. Und wenn man den interviewen würde, wenn man den in den Podcast einladen würde, würde der wahrscheinlich ja auch erzählen, oh Gott, ich habe gerade so eine harte Zeit. Oder er denkt sich, hey, voll geil, ich habe die beste Zeit meines Lebens und kriegt nicht mit, dass für euch das aber, was für einen Welpen lustig ist, was für ihn normal ist, für diese Tierart, für dieses Alter, für uns unser Leben halt so durcheinander haut. Ja. Weil wir haben ein sehr kontrolliertes Leben. Die meisten werden ein sehr selbstbestimmtes Leben führen. Da läuft alles so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Und die machen nicht das, was wir uns vorstellen. Ja. Und ich glaube, da ist vielleicht auch ganz wichtig, so vielleicht auch, ist auch eine Arbeit an sich selber, so dieses, so ein bisschen dieses Bewusstsein zu kriegen, das wird jetzt auch nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Wir müssen Kompromisse finden. Ja. Also ich finde das schon auch wichtig. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel du schon bei Welpentraining dabei warst, aber am Anfang sage ich ja, ihr habt eure Leckerchentaschen vollgestopft. Ihr geht nicht einfach spazieren mit einem Welpen. Ja. Ihr geht bei jedem Schritt, seid ihr drei Schritte mental voraus und überlegt, was soll mein Welpe lernen, was soll er nicht lernen. Und wenn ich eine Stunde mit so einem Welpen arbeite, das wirkt sehr intensiv. Also da mache ich ja wirklich sehr, 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 sehr viel. Und ich sehe verständlicherweise Gesichter mit Menschen, die sagen, oh mein Gottes Willen, wie stopfst du den voll? Natürlich muss man da einen guten Zwischenweg finden, dass der Welpe jetzt nicht übergewichtig wird und Verdauungsprobleme kriegt. Aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Je mehr ihr hier Energie und Gedanken euch rein in diese Zeit steckt und euren Welpen gut anleitet in schwierigen Situationen, in 2 Jahren habt ihr einen Hund, der fast automatisch ganz viel macht, weil einfach diese Macht der Gewohnheit entsteht. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Zum einen Zuhause-Management. Zuhause ist ja die Zeit, wo die Welpen sehr nervig sind fast. Also mitunter. Sichert euch da wirklich die Wohnung so ab, dass ihr nicht dauernd schauen müsst, was macht mein Welpe.
dass ihr zu Hause mal entspannen könnt. Ja. Also Management ist ja auch, finde ich, total unterschätzt bei Welpen. Also dieses, ja, meine Wohnung schaut jetzt ein paar Monate kacke aus mitunter. Ich hatte übrigens mal einen Fall im Burgenland, falls ihr zuhört. Ich glaube, die haben jetzt auch ein Kind gekriegt. Mhm. Habe ich jetzt gesehen auf Facebook. Ich glaube, die sind gut vorbereitet auf das Kind mit dem Welpen. So ein entzückender Eurasia-Welpe, also wirklich ausgesehen wie ein Teddybär. Hat das faustdick hinter den Ohren. Die hatten zum Glück Haus mit Garten. Aber die hatten sehr viele Möbel, die mit Stoff überzogen waren. Ui, also die Sessel, na, Sofa sowieso. Und die waren total verzweifelt, weil der immer Schwachstellen entdeckt hat. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt mach dir jetzt wirklich mal da eine Schleuse und wir sichern da alles ab. Und die haben das super kostengünstig mit billigen Brettern aus dem Baumarkt selber was gemacht. Cool. Es gibt auch Videos davon auf meinem YouTube-Kanal. Von dem Alcatraz habe ich es dann genannt, weil ich bin gekommen und es war so saugut abgesichert. Und cool. Ich fand es super, die Schwiegermutter war total fertig, die schöne neue Wohnung, es war ein neues Haus neu gebaut. Und die hat das halt nicht verstanden und die waren aber voll cool, die haben das voll verstanden. Die waren viel entspannter nach diesem Umbau. Der Welpe hat nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen für Dinge, die halt nicht so cool sind. Und vor allem war mir wichtig, denen zu sagen, das ist ja nicht für immer. Ja. Und ich glaube, das ist das, wo man immer denkt, muss ich denn das für immer? Ich will doch irgendwann wieder ganz normal in meiner schönen Wohnung leben. Und das ist gar nicht so lang. Das ist wirklich meistens nur 1-2 Monate. Ja. Wenn diese Zahnphase vorbei ist. Spätestens in der Pubertät dreht sich das eh um, das Blatt. Ja, da ja. sind sie draußen viel anstrengender. Ja. Und drinnen habt ihr dann eure Ruhe. Aber gerade indoor habt ihr die Kontrolle, es ist eure Wohnung. Es lohnt sich hier vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, Nerven zu sparen und entspannter durch die Welpenzeit zu gehen. Ja, ich glaube auch, dass da so viele irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwie ein Dings im Hirn haben, also mich eingeschlossen, bis man mal auf die Idee kommt, dass man sich so ja so einfach helfen kann, dass diese Probleme irgendwie gar nicht erst aufkommen müssen. Also ich glaube, man hat da oft so dieses, ich muss das jetzt irgendwie lösen, weil das muss ja später auch funktionieren und der muss jetzt doch irgendwie da endlich checken, dass ich das nicht will. Er soll es verstehen. Ja, genau. Er soll verstehen, das Kabel mit Strom durchlaufen. Genau. Ja. Genau. Und also nein, warum einfach nicht so absichern, dass er da gar nicht hin kann. Ähnlich wie wenn du ein Kind hättest, den Kleinkind. Ja, voll. Also ich finde, bei Kleinkindern ist es voll üblich, da weiß ja jeder, dass da ist viel mehr, also ja, eine Riesenindustrie, voll. Wo man oft auch einkaufen kann für den Welpen. Versteckdosenschutz und so. Ja, guter Passt Tipp. Ganz gut. Ja, eben, und dem einjährigen Kind auch nicht erklären, du darfst da jetzt den Finger nicht in die Steckdose reinstecken, weil da ist Strom, das ist gefährlich. Also da würde auch niemand erwarten, dass das jetzt wirklich angekommen ist. Ja, richtig. In dem kleinen Kinder. Am Kopf. Richtig. Warum soll es der Hund noch vor allem der Welpe dann verstehen? Genau, ich finde, du hast vorher noch einen anderen Aspekt so ein bisschen schon angesprochen, vielleicht sogar ein bisschen unbewusst, aber ich finde dass ein Grund, warum diese Anfangswelpenzeit halt auch noch so schwierig ist oder überhaupt die, ich lege meinen Hund zu Anfangszeit. Wow, ich sollte aufhören, so ultra komplizierte Sätze zu machen, denen ich mich dann selber nicht mehr auskenne, ist, dass ja die eigenen Rollen, unsere soziale Rollen, ja irgendwie ausgetauscht oder halt umgestaltet werden. Hängt halt auch voll viel damit zusammen, mit den Sachen, die wir jetzt vorher schon besprochen haben. Also vor dem Hund bist du vielleicht, keine Ahnung, Angestellte und vielleicht bist du, I don't know, Tochter von jemandem und keine Ahnung, was kann man noch für Rollen haben, Freundin von der anderen und keine Ahnung, irgendwelche sozialen Rollen, die man halt irgendwie einhat. Und dann ist man halt auf einmal Mensch mit Hund und das wirft halt einfach voll viel um und das alleine ist halt einfach schon nochmal voll die Umstellung und damit einher gehen halt einfach gewisse Aufgaben und gewisse Verantwortungen, die einem vielleicht vorab auch nicht so bewusst sein können, bis man sie dann machen muss. Ja, oder man hat die Liste eh im Kopf, aber das ist schon, also ich finde, allein spazieren zu gehen und ständig auf jemanden zu achten, auf die Bedürfnisse eines anderen. Ja. Das ist, finde ich, auch schon beim Kind
Ja. Schräg. Ja. Und diese Vorstellung, wir gehen spazieren, ein Hund begleitet uns. Nee, nee, der geht spazieren und du begleitest den und bist dem sein Sklave, dem, der da, also, also jetzt ganz vereinfacht. Ja. Also, das ist schon eure, finde ich, auch unsere Aufgabe. Also, wir sind ja, ja die, wir begleiten diesen Hund. Also, zumindest ist das meine Haltung. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal wichtig. Ja. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was klassisch so in Filmen eher vielleicht früher war, wir gehen spazieren und der Hund begleitet uns nun und nur nah, irgendwie sind wir ein Team. Mhm. Aber am Anfang musst du halt viel mehr schauen, was braucht dieser Hund mit dem Welpen. Es ist eh nicht spazieren gehen. Ich meine, die sitzen viel, die schauen viel, die brauchen ja. Zeit zum Verarbeiten, je nachdem, wo du bist. Also da muss ich am Anfang ja noch viel mehr Rücksicht nehmen. Ja. Das ist ja wie mit dem Kleinkind spazieren gehen. Deswegen gibt es ja Laufräder, damit man mal Strecke machen kann. ja, und ich finde allein nach so einem Spaziergang, das ist schon mental sehr anspruchsvoll. Ja. Also ich merke schon nach einer Welpen, wenn ich ein Einzeltraining mit Welpen hatte, wenn ich da 3 am Tag mache, da bin ich durch. Ja. Ja, ja, vergiss. Ja, das heißt, wir haben schon so ein paar Punkte durch. Ja. Ich habe mir gestern zur Vorbereitung für die Folge habe ich so mal gegoogelt und bin in total viele so Internetforen gekommen von Leuten, die halt ganz verzweifelt sind und halt da ihre Sorgen und Gedanken halt reinposten und dann halt viele auch gesagt haben, sie überlegen halt den Hund wieder abzugeben, weil es halt so schwierig ist. Und erstaunlich viele hatten das Thema, dass sie das Gefühl haben, dass sie gar nicht so die richtige Bindung zu dem Hund irgendwie aufbauen können. Spannend. Und dass der ihnen halt, dass sie so ein bisschen fremdeln. Mhm. Obwohl sie ja Hunde lieben und sich voll viel darauf vorbereitet haben und sich urgefreut haben und den Hund vorab kennengelernt haben. Und jetzt ist der da und irgendwie fremdeln sie mit dem. Und das fand ich halt auch irgendwie so spannend. Und ich glaube, dass das halt auch damit zusammenhängt, dass man am Anfang halt einfach überfordert ist und der ganze Stress und dass man sich vielleicht da gar nicht so sehr durch diese ganzen Sachen und Erwartungen und Vorstellungen, die man hat, auf den Hund, der dann tatsächlich vor einem sitzt, irgendwie einlassen kann. Und ich glaube, dass es halt auch wieder so eine Erwartung ist, dass man halt von Tag 1 die perfekte Bindung zu dem Hund hat. Und ich glaube, das ist halt auch einfach unrealistisch. Also halt eine echte, richtige Bindung, die entsteht halt über Zeit. Und das kann da auch länger dauern, bis man mal das Gefühl hat, okay, und jetzt sind wir irgendwie ein Team und das vibet zwischen uns. Und voll, also ich glaube, da um halt auch da nochmal so die Sorge wegzunehmen, das müsste dir nicht in den ersten 2-3 Tagen irgendwie sofort alles spüren. Ja. Finde ich übrigens voll die coole Vorbereitung. Vielleicht sollte ich auch öfter in Hundeforen gehen und mal hören. Weil ich was sind live, da, ja, ne? Voll, was sind dann so, da die ja. Themen? Ja. Was sind vielleicht die, voll die Themen von Leuten, die sich nicht trauen, das persönlich einer jemandem zu sagen, sondern die eher dann ihre Gedanken ins Internet posten. Aber da will ich übrigens noch aufgreifen. Ja, und ich habe auch dazu noch eine Frage an dich. Und zwar, ist dir das schon einmal untergekommen in deiner langen Erfahrung als Trainerin, dass jemand den Hund abgegeben hat? Ja. Nicht weil das glaube ich schon, aber nicht weil irgendwie Probleme da waren, die nicht zu lösen waren scheinbar, sondern weil die Person echt den Hund einfach unsympathisch fand oder halt einfach die Bindung nicht da war und sie gemeint haben, ja, es ist eh ein netter Hund und ich mag ja auch Hunde, aber irgendwie, wir werden nicht warm miteinander. Also, das spielen wir echt zum Abgeben. Das Thema abgeben. Ja, finde ich übrigens auch voll wichtig, dass das mal thematisiert wird. Ja, voll, wird, voll. Weil da stehst du ja echt allein da. Ja, mit der Entscheidung. Und da wird man ja super verurteilt. Ja. Also jemand, der sich gegen einen Hund entscheidet, wenn der sogar vielleicht schon einzogen ist. Ja, ganz schlimm nach außen hin. Ja, voll, voll. Also ich hatte tatsächlich einen einzigen Fall mal, wo der Hund abgegeben wurde, rein aus, würde ich sagen, rein aus, weil es nicht für die Person gepasst hat. Und spannenderweise ist die Person schwanger geworden. Okay. Und sie hat gesagt, sie ekelt sich so für den Hund, sie schafft das einfach nicht. Oha, okay. Und spannend. Da habe ich dann auch voll gesagt, hey, voll spannend und ich finde es voll okay. Ja. Und ich finde tatsächlich, Hormone haben so einen Einfluss auf uns und was in deinem Kopf vorgeht. Und bevor du dich jetzt dadurch die ganze Schwangerschaft ekelst, dir denkst, du fühlst dich nicht wohl. Also sagen wir so, es war nicht sofort die Entscheidung, aber wir haben halt, also bei sowas setze ich meistens so, oder ich setze nicht eine Frist, ich sage, ich würde empfehlen, wir schauen jetzt mal die nächsten 2 Wochen, wie verändert sich das, wie fühlt sich das für euch an. In dem Fall war es ein Welpe und da empfehle ich immer früher die Entscheidung zu treffen,
weil natürlich es immer leichter ist, für einen Welpen neues Zuhause zu finden. Also, und wenn der, wenn der seine Welpenzeit so verbringt, abgelehnt zu werden, das spüren die schon. Ja, sicher. Deswegen, das war tatsächlich schon lang her der Fall. Und damals habe ich ich war schon offen dafür, aber ich habe nicht so viel Verständnis gehabt. Mhm. Aber es war für mich okay, weil sie voll offen damit umgegangen ist und die hat sich sehr geschämt auch für die Gedanken. Also die hat es nicht leicht sich gemacht. Und jetzt habe ich nicht ihre Mutter und jetzt verstehe ich es umso mehr, dass ich verstehe, dass jetzt die Priorität auf diesem Kind ist. Und wenn aus was für Gründen auch immer dein Körper dir sagt, das passt jetzt nicht, bei einem Welpen, hey, da finde ich schon zu Hause. Ja. Das war ein Rassewelpe, ich meine, null Probleme. Von dem her, das finde ich wirklich auch ganz wichtig, wenn wir jetzt anfangen, gerade beim Welpen, dass man nicht zu lang wartet, sondern dass man sich bewusst ist, in der Pubertät, also ein Hund, der 6, 7, 8 Monate alt ist, ist halt viel, viel schwieriger, ein neues Zuhause zu finden, als wenn der noch klein ist. Ja. Und übrigens, ich habe ja mit einigen ZüchterInnen bin ich befreundet und die berichten, dass regelmäßig Welpen zurückkommen. Mhm. Und das sind die sehr selektiv schon sind beim Aussuchen, also Interviews und jeder, also mit sehr viel Herz das machen und nicht jedem den Welpen mitgeben und trotzdem noch welche zurückkommen. Ich kenne auch einige, die deswegen aufgehört haben, weil sie das nicht gepackt haben. Mhm. Also es ist ein Thema. Ja. Und ich finde, deswegen ist vielleicht die Folge auch ganz cool für jeden, der einen Welpen bekommt, dass man vorher sich das anhört, nicht um zu sagen, hey, ich kann ihn eh zurückgeben, das will ich ja auch nicht weitergeben, aber dass ein Welpe, dass da viel psychologisch spielt, ganz viel auf einer Ebene, die vielleicht auch ganz schwer über Bücher, über Trainings, klassische Trainingsvideos greifbar sind. Ja. Also überlegt es euch gut, wo stehe ich gerade im Leben? Ah nee, ich hatte noch einen anderen Fall, der fällt mir gerade ein, während Corona. Aber das war ein anderer Grund. Die war sehr einsam, glaube ich. Mhm. Die hat sich wir waren alle einsam während Corona. und die hat sich dann einen Hund zugelegt. Und du hast gemerkt, die hatte aber keine Unterstützung. Mhm. Und dir gesagt, hey, das Wenige, was ich sonst noch machen konnte, kann ich nicht mehr machen. Mhm. Und von Training zu Training habe ich gemerkt, der ging es schlechter. Und da habe ich von mir aus gesagt, hast du schon über Abgabe wieder nachgedacht? Die sind Tränen ausgebrochen, war total froh, dass ich es ansprach. Das war ein Fall, aber das war jetzt nicht, weil du hast einfach gemerkt, der geht es gerade nicht gut. Ja. Die kann sich jetzt nicht um diesen Welpen kümmern. Und möchte ich auch ansprechen, weil es voll wichtig war, dass der Welpe eben dann woanders hinkam, wo jemand war, dem es eben gerade gut ging und für sie auch diese Belastung weg, weil ein Welpe halt auch eben Belastung ist. Ich habe auch nicht so selten dann tatsächlich Abgaben, weil das Umfeld nicht passt. Wien. Ich finde, das wird auch ein bisschen unterschätzt, wie heavy Wien ist. Ja. Also, und Wien ist noch eine super hundefreundliche und angenehme Stadt. Also, Ich glaube, Paris ist wahrscheinlich heftiger. Oh Gott. Aber Berlin ist wieder entspannter. Die sind nicht so hundelieb, aber viel mehr grün, viel mehr weit, viele Gegenden. Kommt auch drauf an, wo man ist, aber Wien ist, Berlin ist einfach halt insgesamt viel größer. Genau. Vor- und Nachteile. Genau, also so ein Plattenbau, das ist halt schon was anderes noch, da ist mehr grün. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, in Wien habe ich nicht selten Welpen, die kommen vom Land. Wer züchtet denn schon in der Stadt? Wer tut sich das an? In der Wohnung. Wobei ich habe tatsächlich mal eine Hundeführerscheinprüfung bei jemandem gemacht, der hatte einen Upsala-Wurf in einer Wohnung. Hey, die Leisten waren abmontiert, die Wohnung sah aus. Der konnte danach renovieren. Und der hat auch gesagt, das war nachher irgendwann sein Ding. Also der hat einfach gesagt, okay, danach renovieren wir. Ja, kann jeder so machen, wirklich. Ja, genau. Aber dass ihr einfach wisst, so sind Welpen. Mhm. Die demolieren dir die Wohnung, wenn du es zulässt. Und und bei den Fällen ist es oft so, dass du halt merkst, die Leute werden super fit, die haben sich alle super vorbereitet, aber der Welpe passt nicht in die Umgebung. Ja. Und wenn ich einen Hund habe, der Ängste in der Welpenzeit hat, also dass jetzt die meisten Welpen nach Wien kommen und sagen, ich finde das jetzt nicht so geil hier, so laut, das ist okay, das passiert. Und ich würde sagen, 80-90% der Fälle, die gewöhnen sich, du merkst nach einer Woche, legt sich das immer mehr und das kann auch ein bisschen länger dauern, aber wenn du siehst, ist er besser, dann ist ja alles gut. Ich habe auch manchmal Wackelkandidaten, wo ich es mittlerweile sehr ehrlich anspreche, wo ich sage, hey Leute, wir schauen uns das jetzt an. Ich spreche mittlerweile sehr früh auch Abgabe wieder an, einfach um den Leuten zu zeigen, es ist kein Tabu. Finde ich super wichtig.
Und ja, und da sehe ich dann schon manchmal nach so ein paar Wochen, wo ich sehe, hey, dem Hund geht's gar nicht gut hier. Hm. Und es ist im Sinne des Hundes, ja, ein neues Zuhause zu finden. Ja. Und ich habe da oft Leute, die sagen, ja, aber ich habe mich doch diesem Welpen jetzt verpflichtet. Hm. Ja? Und da finde ich halt auch wichtig, dann das Zwischenmaß zu finden oder auch mitzuteilen, so, das ist voll okay, dass du jetzt sagst, ich mache das für den Hund. Voll. Und ich habe einen Fall, den möchte ich hier gerade anbringen, weil es auch ein schönes Beispiel ist. Mhm. Das war ein Golden Retriever, Welpe, hier in den 5. Bezirk. Die Kundin ist jetzt Freundin von mir. Die ist super lieb. Wie so oft. Ja, ich habe einfach super nette Kundin, muss ich echt sagen. Und deswegen weiß ich so viel, weil sie mir immer die Bilder jetzt schickt. Der Hund war so ängstlich schon, oder der hat sehr gestruggelt mit der Stadt. Mhm. Und insbesondere hat der dann eine Aggression gegenüber Kindern entwickelt. Oi. Der ist voll hingeballert auf Kinder. Und die hatte sehr starke Ansprüche an sich und ist tatsächlich, also ich habe sie dann auch zur Verhaltensmedizinerin nochmal geschickt, dass wir nochmal da abklären. Und dort hat sie dann auch gesagt, nee, sie wäre bereit, für diesen Hund wegzuziehen. Und die ist aus dem 5. Wow. in den 13. Bezirk rausgezogen. Mhm. War da total isoliert. War grün, war viel besser für den Hund, aber ihr ging es nicht mehr gut. Mhm. Und es waren trotzdem noch viele Themen da, aber natürlich viel, viel weniger. Und dem Hund ging es besser, aber ihr nicht. Und wir waren dann irgendwann auch schon befreundet. Und dann habe ich gesagt, hey, ganz ehrlich, ich finde nicht, dass es dir gut geht. Ich finde, dir würde es gut tun, wieder ins Leben zu kommen. Mhm. Nicht, dass du jeden Tag fast eine Stunde zu Freundinnen fahren musst. Ja. Und nach langem Kampf hat die dann in der Kronenzeitung, also okay, ist voll, übrigens voll die gute Vermittlungsplattform, hätte ich nicht gedacht. Spannend. Das ganz eine schräge Zeitung bei uns. aber du kannst natürlich überall inserieren. Mhm. Das Spannende ist, es melden sich natürlich Leute, wo du merkst, es passt nicht, aber die beste Vermittlungschancen waren echt die Kroneninserate bis jetzt. Okay, spannend. Hey, Leute von einem Bergbauernhof am Großglockner in der Nähe haben sich gemeldet, mit Kind übrigens, oder Kindern. Okay, ja. Und die schickt mir jetzt Bilder. Der Hund rennt dort frei mit seinem Kind über die Wiesen. Der war dort sofort ausgewechselt, der glücklichste Hund, alles gut. Voll schön. Und sie ist noch in Kontakt, sie schickt immer Bilder, die neue Besitzerin, sie schickt es an mich weiter. Und es ist jedes Mal so ein Beispiel, das mir geholfen hat, mit dem Thema anders umzugehen. Ja ich denke mir so ganz vereinfacht gesagt, warum nimmt man sich einen Hund? Also entweder komplett altruistische Gründe, man will irgendeinen Hund retten, aber das denkt man sich ja nicht gerade, wenn man einen Welpen holt, sondern man will den Hund ja irgendwie auch so ein bisschen aus vielleicht egoistischen Gründen. Man will, warum auch immer, irgendwie ein Begleiter fürs Leben oder halt irgendwie ein neues Hobby oder whatever. Und da halt einfach in beide Richtungen denken. Nicht nur natürlich, ich hole mir den Hund aus Gründen, weil ich den jetzt will. Mhm. Was bedeutet das für den Hund aber? Und aber halt auch in die andere Richtung. Ich habe mir den Hund ja geholt, weil ich einen Hund will und weil ich möchte, dass der mein Leben bereichert. Und wenn der mein Leben aber halt nicht bereichert, sondern im Gegenteil mich vielleicht psychisch ruiniert, und ich das trotz ausreichender Vorbereitung halt erst merke, wenn der wirklich da ist. Also warum dann einfach alle Beteiligten quälen? Mhm, voll. Ja. Voll. Also dieses Beispiel möchte ich rausbringen. Und die Kundinnen, die bei mir im Training sind, machen sich's nicht leicht. Ja. Übrigens, was auch nicht so selten ist, ist, wenn Kinder mit im Spiel sind. Mhm. Also ich finde mit Kind und Welpe ist das schon nochmal schwieriger, weil ein Welpe kann dich schon in den Wahnsinn treiben als Erwachsener. Ja. Und gerade dieses Beißen, dieses Wilde, wenn ich da ein Kind habe, der da vielleicht dann Ängste entwickelt, da finde ich schon auch irgendwann den Punkt, wo ich schneller zur Abgabe rate, wenn ich sehe, das Kind hat Angst vor dem Hund mitunter. Ja. Weil da halt nochmal jemand ist, der auch mitreden darf. Ja. Genau, finde ich auch total wichtig. Wenn ich kleinere Kinder habe, also ich habe ja ein kleines Kind, also ich würde mir im Moment keinen Welpen. Also ich bin generell, im Moment habe ich keinen Hund, ich bin ganz happy, stressfrei durchs Leben so zu gehen. Ich denke, ein Hund, so wie ich lebe, wird es ein bisschen verkomplizieren. Aber ein Welpe wäre so jetzt im Moment gar nicht auf der Liste. Also eher so ein
10 plus gemütlicher Hund, der ein Zuhause sucht, der nicht mehr das Hochspringen so sehr hat, das Schnappen auf keinen Fall, was bei Welpen normal ist, aber halt Kindern einfach schnell Angst macht. Genau. Und da habe ich gar nicht so selten, dass Familien mit Kindern, mit und auch kleineren Kindern, da habe ich recht oft Abgaben wieder. Das ist mir doch oft aufgefallen, weil einfach das so auch unterschätzt wird, wie krass das ist, mit Kind dann noch, jetzt muss der schnell raus, jetzt schnappt er nach den Kindern. Es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau, also das finde ich auch total wichtig, da nochmal so eine Warnung raus. Also würde ich tatsächlich sogar sagen, da wirklich dreimal nachdenken, bevor ihr euch einen Hund holt. Außer, im Einzelfall ist er ja wieder super cool. Also, aber habe ich doch eine recht hohe Abgabezahl. Ja, genau. Also vielleicht auch nochmal so zum Verständnis, so die Folge soll jetzt nicht dazu dienen, dass wir, also nehmt euch einen Hund, wenn ihr drauf kommt, das ist überfordernd, ganz normal, weil es ist überfordernd. So gibt es ihn halt wieder ab, wenn es zu viel ist, sondern nein, macht euch entsprechende Gedanken vorher. Und ich glaube, die Folge soll auch dazu dienen, einfach so vielleicht dem Baby-Blues, dem Welpen-Blues so ein bisschen entgegenzusteuern, indem man sagt, okay, was sind halt die Sachen, die einem vielleicht sonst niemand so wirklich ehrlich sagt. Mhm. Und da einfach ein bisschen drauf vorbereitet sein. Ja, und eben, ich finde auch immer so schwer, diesen Zwischenmaß zwischen, ja, wir können einfach probieren mit abgeben, ist voll okay. Petra hat ja gesagt, man kann einfach mit abgeben. Ja. Und zwischen, ja, aber manchmal ist es dann die richtige Lösung. Und die bei mir den Welpen dann abgeben, die holen sich jetzt auch nicht sofort den nächsten. Ja. Also die holen sich oft dann jahrelang keine Hunde mehr. Ja. Also dass dann schon klar ist, dass das nicht ist, was jetzt die Norm sein sollte und öfter passieren sollte. Und hier vielleicht auch eine Anmerkung, wenn man zu Züchterin oder auch ins Tierheim geht, wenn man da richtig durchinterviewt wird, kommt man sich vielleicht manchmal vor, was wollen die denn jetzt da alles wissen? Aber es gibt schon einen Grund und das ist auch gut so. Also ich würde auch sagen, Tierheime, die viel fragen, also die einfach Welpen verschicken, würde ich dringend abraten, sondern Leute, die wirklich fragen, wo lebst du, wie lebst du, was machst du, wenn A, B, C, wenn solche Fragen gestellt werden, das ist schon auch im Sinne von allen. Ja, also tatsächlich, wenn einem da diese Fragen nicht gestellt werden, würde eher bei mir die Alarmglocke losgehen und ich frage, okay, vielleicht sind sie nicht ganz so seriös. Und vielleicht auch nochmal als Punkt, weil ich glaube, da sind wir eh beide ungefähr einer Meinung, dass man sich einfach überlegt, bevor ich mir einen Welpen anschaffe, so, muss es wirklich ein Welpe sein oder kann es vielleicht auch ein erwachsenerer Hund sein? Und wenn das ein Welpe unbedingt sein muss, muss das einer wirklich von einer Züchterin sein oder kann das vielleicht auch einer aus dem Tierschutz sein? Genau, weil ich glaube, was so ein bisschen auch in den Köpfen der Leute ist, ist so, ich hole mir einen Welpen, weil dann kann ich von Anfang an alles richtig machen. Aber bei wem funktioniert das schon, dass von Anfang an man alles richtig macht und am Ende hat man vielleicht genau den gleichen Hund, als man sich einfach vom Tierschutz geholt hätte. Also natürlich gibt es im Tierheim harte Fälle, aber es gibt auch einfach ganz viele super unkomplizierte liebe Hunde, wo man einfach auch schon mehr weiß, woran man ist, weil die einfach schon älter sind mitunter. Ja, also ich finde tatsächlich zum Einsteigen einen einfachen älteren Hund leichter. Absolut, ja. Aber das Ganze macht es nochmal kompliziert, weil tatsächlich in Österreich das ja nochmal tatsächlich die einfach mathematisch die Problemfälle mehr werden, weil die nicht so leicht vermittelt werden. Ja. Und ich doch oft erlebe, dass die Leute vielleicht hier in ein Tierheim gehen und sagen, hey, niemand wollte mir was geben. Ja. Das nicht persönlich nehmen. Ja. Sondern das ist einfach eine Momentaufnahme. Im Tierheim weißt du nie, was reinkriegst, aber dass man da einfach schaut. Heißer Tipp auch hier vielleicht als Gassigeherin anfangen. Ich finde, da lernt man ganz gut kennen und schaut schon, welche Hunde sind da. Ich finde ganz wichtig, gerade wenn es ums Ausland geht, es gibt halt auch eine Industrie, eine knallharte Industrie, absolut. Die ganz viel Welpen, immer Welpen hat, die Organisation, was ich auch sehr mittlerweile mir denke, wo kriegt ihr da diese Welpen immer her? Also, dass da mitunter vielleicht einfach Welpen gezüchtet werden und mit unserem Mitleid dann gespielt wird. Ganz, ganz wichtig, ich finde vielleicht einen heißen Tipp für alle, die sagen, hey, ich habe zum Beispiel ein Kind, ich finde keinen passenden Hund, ich nehme jetzt einen Welpen von der Züchterin, unterstützt Vereine, die Kastrationsprojekte machen. Ja. Also wenn ein Hund kastriert wird, produziert der 10, 20 mehr, vielleicht 100 Hunde nicht in seinem Leben. Und
das ist halt der nachhaltigste Tierschutz. Absolut. Und jeder, selbst wenn ihr einen Hund vom Züchter, von der Züchterin habt, unterstützt coole Vereine, die primär Kastration machen. Also jetzt, wenn das ist, sollte die Hauptaufgabe sein, gerade wenn es darum geht, eben Straßenhunde oder ungewollte Populationen da zu helfen. Und da auch Aufklärungsarbeit zu machen. Vielleicht stellen wir nachher einen Verein unten rein in unsere Shownotes. Mhm. Wir können ja vielleicht generell so ein paar aus unserer Sicht seriöse Tierschutzvereine und Tierheime unten reinstellen, wenn man sich dafür interessiert und vielleicht aber nicht weiß, wo fange ich da an. Weil ich finde, man kann im Tierschutz so viel auf so vielen Ebenen machen. Ja, genau. Ja, ist cool. Genau. Cool. Ich möchte zum Schluss noch was sagen. Und zwar, was vielleicht auch noch so ein bisschen den Stress vom Welpenblues rausnimmt oder vielleicht eine andere Perspektive reinbringt, ist, ich glaube, das haben auch viele Leute schon erlebt und da bin ich wahrscheinlich auch nicht allein, dass wenn es den Hund dann mal nicht mehr gibt, also wenn das alles vorbei ist und der Hund stirbt, das ist sehr wohl so, also natürlich die Trauerphase, aber dass es quasi dann den Welpenblues so umgekehrt halt auch einfach gibt. Also ich war, als der Mucki verstorben ist, nicht nur einfach in einem schwarzen Loch für eine Zeit und einfach super mega traurig, sondern ich habe einfach genau diese Sachen wie auf einmal fällt diese Routine weg, die ich durch ihn hatte, auf einmal fällt diese vorgegebenen Dinge, ich kann das und das mit ihm machen und das mache ich in meinem Leben, weil da kann er mit oder da kann er nicht mit, pipapo. Das war auf einmal alles weg und das hat mir so viel Stabilität genommen und ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht wechselt das irgendwann und vielleicht fühlt sich das irgendwann vielleicht sogar gut an, so diese Freiheit wieder zurückzubekommen. Weil man muss auch dazu sagen, ich war nie erwachsen, ohne diese Verantwortung über einen Hund zu haben. Also voll. Und das ist aber nie eingetreten. Also ich habe mich immer, das hat mir einfach immer total gefehlt. Und da vielleicht das auch nochmal so als andere Perspektive, dass sich das total schnell umdreht und dass man voll das dann irgendwann einfach auch wieder vermissen kann. Und das geht so schnell, also sich einfach auf die Veränderung einlassen und und mit Bewusstsein, dass man dieser Zeit, so schwer sie jetzt vielleicht ist, irgendwann einmal einfach hinterher weint sogar. Voll gut. Ja. Übrigens, bevor wir jetzt abschließen und unser E-Mail noch vorlesen, weil wir haben wieder wir haben Feedback bekommen. Wir sagen uns, es sind Fan-Mails, damit wir uns gut fühlen. Das ist voll negativ. Unser Fan-Club. Wir bekommen keine Fan-Mails, wir bekommen Feedback. es ist gutes Feedback, fast gut. Ich wollte nur sagen, und zwar, wenn ihr struggelt und ihr in Situationen kommt, wo ihr merkt, da mache ich Dinge, die mir nicht gefallen, dass ihr euch da wirklich Techniken zulegt, Abendtechniken, Gedankentechniken. Und dazu kann ich die den Podcast Slow Dogs empfehlen. Cool. Die gibt ganz viele Tipps zum Thema Psychologie im Hundetraining. Cool. Finde ich super cool für Menschen mit ganz, ganz coole, einfache Tipps, wie man achtsamer ist, wie man eben an sich arbeitet. Und die möchte ich euch mitgeben, gerade wenn man einen Welpen bekommt und den Babyblues hat, den Welpenblues, glaube ich, ist das sehr hilfreich. Cool. Die stellen wir unten in die Shownotes. Genau. Cool. Das heißt, zu guter Letzt schalte ich noch meinen Computer wieder an. Das kann etwas dauern. Das kann jetzt dauern. so ein Knöpfchen zu drücken kann ja nicht so schwierig sein, aber ja, der hat sich ganz ausgeschaltet. Ach so, das kann man schon verstehen. Die Battery ist low. Das ist echt komisch. Komm, du schaffst es noch. Bitte, eine E-Mail. Eins noch. Ansonsten. Sonst müssen wir nächste Woche. Nächstes Mal. Genau, wir wollten sowieso, das können wir jetzt gleich bringen, oder? Weil es einfach gerade passt, die Ankündigung. Nächste Woche ist ja unsere 10. Folge. Schon 10 Folgen, ist voll arg. Um das so ein bisschen zu feiern, auch mit unserer Podcast-Community, die ja inzwischen schon gewachsen ist, wollen wir gerne so eine Fragerunde machen, also so eine Q&A.
Folge. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder also können ganz spezifische Fragen sein, die euren Hund betreffen oder irgendwelche Situationen von euch betreffen oder irgendwie allgemeiner irgendein Thema, wozu ihr euch wünscht, dass wir ein paar Worte verlieren darüber, schickt uns das gern entweder per E-Mail oder einfach als Kommentar, auf welchem Medium auch immer ihr den Podcast hört, also Spotify-Kommentar, auf Instagram unter irgendeinem Post, schickt uns eine direkte Nachricht oder auf YouTube oder auf Facebook oder auf irgendeiner anderen Podcast-Plattform. Genau, wir werden das auf jeden Fall sehen, mitbekommen und ja, freuen uns da auf eure Fragen und Anregungen. Und die nächste Folge wird auch so ein bisschen eine buntere Folge mit ganz vielen verschiedenen Themen werden. Voll gut. Und von euren Fragen, durch eure Fragen lernen wir auch. Genau. Ja. Hat sich dein Laptop mittlerweile erbarmt? Ja, und ich hoffe, er hält jetzt zumindest, um das vorzulesen. Aber auf jeden Fall, Victoria, danke für die E-Mail. Ich lese kurz vor. Liebe Petra und Alina. Oh ja. Yeah. Du bist wieder dabei. Endlich. Das ist das Coverbild, sage ich dir. Jetzt, wo wir beide drauf sind, ist das den Leuten klar. Oh, es hat geholfen. Das stimmt. Das war es wahrscheinlich, ja. Ich freue mich total auf die nächste Folge. Heute. Mhm. Am vergangenen Mittwoch ist mein zweiter Welpe eingezogen. Oh, also, Victoria, das ist ja perfekt, oder? Ja. Vielleicht weinst du jetzt und musst jetzt wieder lachen, weil du das gehört hast. Ich kann nur empfehlen, go with the flow. Sehr gut. Voll gut. Alles lässt sich nicht kontrollieren, aber eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Und ganz viel Kaukram. Mhm. Ja, voll. Ja. Zum Glück schlafen sie ja auch ziemlich viel. Viele Grüße und viel Spaß allen jetzigen und zukünftigen Welpenbesitzerinnen. Voll schön. Hat voll gepasst. Es war nicht vorher gelesen. Voll gut, ja. Danke, also, Victoria. Können wir nur zustimmen. Voll, das schön, so ein bisschen was Leichtes zum Schluss. Ja, voll. Genau. Und ich finde total hilfreich, wie sie sagt, go with the flow. Ja. Lasst auch zu. Läuft nicht alles nach eurer Kontrolle. Genau. Cool. Magst du noch dein cooles Sprüchlein? Ja, like, comment and subscribe. Genau, also wie immer auf Deutsch übersetzt. Wie immer, wir freuen uns über Feedback. Nicht nur die Fragen für nächste Woche, sondern auch genau solche Zuschriften sind für uns einfach super wertvoll. Und liked die Folge, abonniert uns, wo auch immer ihr diese Folge gerade hört. Und ja, bin gespannt, ob es diese Folge schon mit Video gibt oder ob ihr das nur hören dürft noch. wenn das der Fall ist, dann we're sorry, wir arbeiten daran. Es wird bestimmt bald was. Genau, und sonst war's das, glaube ich. Das war's. Jetzt will ich nicht wissen, ob es funktioniert hat, die Kamera. Ja, wahrscheinlich. Jetzt einfach nicht gefilmt rüber. Die ganze Zeit. Passiert mir ständig. Cool. Das ist so. Go with the flow. Bis nächste Woche, Petra. Ciao. Ciao.